Hallo, hier aus dem Science-Data-Büro zum Science-Data-Lab und eher die fünfte. Heute wollen wir mit euch besprechen, worauf es bei den Bildern und dem Video bei eurer Crowdfunding-Kampagne ankommt. Wie ihr sicherlich wisst, wenn man Menschen erreichen möchte mit seinem Thema, ansprechen möchte, überzeugen möchte, auch sind gerade die visuellen Medien echt ein elementarer Bestandteil und so ist es eben auch beim Crowdfunding. Deswegen ist eigentlich auf jeder Crowdfunding-Plattform tatsächlich ein Video auch ein Muss. Ohne Video funktioniert es eigentlich tatsächlich einfach nicht. Zum einen kann man darüber sehr schön die Verbindung zur Crowd herstellen, aber eben auch das Projekt kurz und ansprechend beschreiben und darstellen. Wir kennen sogar Unterstützer, die uns schon gesagt haben, dass wenn ein neues Projekt auf unserer Plattform ist, sie eigentlich als allererstes das Video anschauen. Nur wenn sie das Video toll und spannend finden, sie sich dann erst den Text durchlesen. Das heißt aber natürlich auch, Video muss soweit passen, weil ansonsten springen euch vielleicht schon viele potenzielle Unterstützer eben auch ab. Insofern ist es wirklich ein wichtiger Bestandteil eurer Crowdfunding-Kampagne, weshalb wir heute eben auch ein bisschen näher darauf eingehen möchten. Wichtig ist aber eben auch, dass ihr euch bei der Konzeption eurer Crowdfunding-Kampagne für diesen Bereich einfach Zeit nehmt, muss in dem kurz drüber nachdenkt, vielleicht auch uns kontaktiert, falls ihr Fragen habt und das Thema eben auch gut abdeckt einfach. Genau, bei den Fotos, wenn ihr auf die Startseite von Science Data geht, aber auch bei den einzelnen Projekten, gibt es zunächst das Titelbild, das ist so eine Art Banner. Es gibt ein Vorschaubild und 5 weitere Galeriebilder. Bei den Titelbildern und bei dem Vorschaubild solltet ihr einen ersten Eindruck für das Projekt vermitteln. Muss nicht sofort alles zeigen, sondern eher Neugier wecken und eher interessantes Foto finden, interessante Fotos, die mit dem Projekt zu tun haben, mit der Forschungsarbeit zu tun haben, irgendwie spannend sind und die Leute sollen dann draufklicken zunächst mal. Ihr solltet auf Collagen verzichten und auf Logos und Schrift. Das ist wirklich erstmal besser, dass ihr nur ein Foto benutzt, weil der Text zusammen mit dem Text, den sieht man ja auch immer dabei, wird schon der Zusammenhang deutlich. Dann gibt es noch 5 Galeriebilder, die ihr auch am besten ausnutzen solltet. Da könnt ihr schon etwas weiter ins Detail gehen. Ihr könnt euer Team vorstellen, euren Arbeitsplatz, euer Labor, eure Werkstatt. Da könnt ihr vielleicht auch erste Grafiken, die euer Forschungsprojekt näher beschreiben, verwenden. Genau, und auch wenn das Projekt vielleicht abstrakt ist oder ihr meint, da gibt es keine Bilder, es gibt bestimmt Bilder und die Leute wollen euch kennenlernen, die Leute wollen euren Arbeitsplatz kennenlernen und das kann man am besten mit Fotos machen, weil mit Fotos man viel besser eine Verbindung zu den Unterstützern aufbaut oder den Unterstützer zu euch. Ihr braucht aber keine Fotografen oder teure Kameras, es geht nicht darum, möglichst professionell aufzutreten, sondern irgendwie authentisch, echt. Es soll eine Nähe zwischen euch und den Unterstützern aufgebaut werden. Da reichen einfache Fotos aus, die aber natürlich trotzdem eine gewisse Qualität haben, eine gewisse Schärfe und Helligkeit. Handyfotos sind inzwischen, kann man problemlos benutzen. Genau. Und die genauen Maße für Titelbild und Vorschaubild stehen ja auch bei euch in dem Backend, wenn ihr die einstellt. Darauf könnt ihr euch beziehen. Macht Fotos. Genau, ganz ähnlich ist es bei dem Video. Auch hier braucht ihr keine High-End-Kamera euch anzuschaffen. Heutige Smartphones machen wirklich schon gute Videos. Es ist einfach dabei wichtig, dass man euch zum einen gut versteht. Es ist sehr anstrengend, wenn man sich ein Video anschaut, man aber auf maximale Lautstärke selbst kaum was hört und das Bild einfach ruhig ist, nicht verwackelt ist und vor allem scharf ist. Aber wie gesagt, es ist eigentlich mit heutigen Smartphones und neuen Handys eigentlich sehr gut zu realisieren. Also macht da keine großen Anschaffungen wegen des Videos. Das kriegt man eigentlich mit bestehender Ausstattung, die mittlerweile fast jeder daheim hat, eigentlich wirklich sehr gut hin. Ich glaube, so eines der wichtigsten Sachen bei den Videos ist tatsächlich die Länge. Das ist vielleicht auch für viele eine Herausforderung, dass sie meinen, ich habe aber so viel Inhalt, was ich eigentlich unterbringen möchte. Trotzdem ist es wirklich wichtig, dass ihr euch kurz haltet. Gerade bei den Videos sind oftmals die ersten 30 Sekunden am entscheidendsten. Die entscheiden eigentlich darüber, schaue ich mir das Video weiter an oder schalte ich schon nach kurzer Zeit aus. Die Gesamtlänge sollte trotzdem eigentlich 3 Minuten nie überschreiten, weil ab dann sinkt doch tatsächlich die Aufmerksamkeitsspanne bei diesen Internetvideos und insofern solltet ihr schon wirklich gucken, alles in diesen 3 Minuten zu verpacken und dort unterzubringen. Wenn es um die Inhalte geht, könnt ihr euch eigentlich so primär an den großen 5 Ws orientieren, wer, was, wann, wo und warum.
Es geht im Prinzip darum, ganz grob zu beschreiben, was deine Kampagne ausmacht, was sie besonders macht und dann eben tatsächlich auch die Leute zu animieren, doch deine Kampagne eben zu unterstützen. Ich glaube, eines der wichtigsten Punkte beim Video ist dann noch, was Arthur auch schon bei den Fotos erwähnt hat, sei einfach du selbst, seid authentisch. Es geht nicht darum, dass ihr irgendwie den Kasper spielt, wenn ihr es nicht seid. Es geht nicht darum, dass ihr irgendwie besonders lustig oder sonst wie rüberkommt, sondern seid einfach du selbst und die Leute, die dich durch deine Person angesprochen fühlen, die finden dann auch im Zweifelsfall eben dein Projekt gut. Und andererseits macht es eben keinen Sinn, da was vorzuspielen, was dann letztlich nicht der Realität entspricht. Insofern kein großes Hexenwerk, fokussiert euch auf die wenigen Fragen, damit es eben auch in der Zeit unterbringt und ansonsten probiert es einfach mal aus und ihr habt ja auch mehrere Anläufe, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt. Und am Ende eines Videos hilft immer eine Call to Action, also wirklich eine Aufforderung, sagt denen, sie sollen euch unterstützen, weil das super ist, weil das wichtig ist für die Menschheit und auch wichtig für die Unterstützer und seid ihr überzeugt davon, ihr seid ja überzeugt von eurem Projekt, ihr seid begeistert von eurem Projekt und ein Unterstützer sollte die Begeisterung auch spüren. Und wenn er die merkt, dass ihr begeistert seid, dann wird er auch begeistert und hat Lust, dann Teil des Projekts zu sein und euch zu unterstützen. Ich glaube, das ist immer ganz gut. Genau, schaut euch auch gerne Videos an. Wir haben ja, jedes Projekt muss ja ein Video haben, ein Pitch-Video. Das heißt, dass jedes Projekt bei uns, jedes erfolgreiche Projekt auch ein Video hat, was noch online ist wahrscheinlich. Könnt ihr euch auf jeden Fall die ganzen Videos anschauen oder auch mal bei anderen Crowdfunding-Plattformen anschauen, wie die das so machen. Und da habt ihr eine Menge Inspiration, um so ein Video auf die Beine zu stellen. Soweit zu den Bildern und Fotos. Dann haben wir jetzt in den Labs die Grundlagen alle durchgesprochen. Dann habt ihr jetzt eure Kampagne fertig und gestartet und seid jetzt in der Finanzierungsphase. Und da geht es dann los, dass ihr Medienarbeit betreiben müsst, Kommunikationsarbeit. Ihr habt einen Blog, ihr müsst Social Media bedienen und vielleicht auch lokale Medien. Und genau darüber wollen wir dann nächstes Mal im Teil reden, und zwar am 31. März. Beim 6. Science Hacker Lab On Air. Genau. Wir hoffen, es hat euch soweit gefallen, hat euch was gebracht zum Einstellen eurer eigenen Kampagne. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, lasst uns wissen, kontaktiert uns über YouTube oder direkt per E-Mail, über die Webseite auch. Ansonsten sehen wir uns eben Ende März. Macht's gut. Ciao.